sehen hier Bilder, die auf Glas gemalt sind, mit Aquarellfarben und mit Acrylfarben. In diesem Fall hier bei den Blumen sind die Glasscheiben auf beiden Seiten bemalt. Erst also mal das Grundmodell, der Blumenstrauß, gedreht und dann auf eine weiße Platte gelegt und dadurch von hinten belichtet. Dadurch kommen die Farben sehr leuchtend raus und dann nochmal die Glasscheibe von vorne bemalt, mit Akzenten gesetzt und dann in den Rahmen. Hier sind also praktisch zwei Glasscheiben drauf. Mit Aquarellfarbe auf Glas gemalt, aber viel Tusche eingesetzt, die teilweise noch feucht aufgebracht worden ist, wodurch sich diese Ausblühungen hier ergeben, die man so mit dem Pinsel gar nicht hinbekommen kann. Weil das Wasser nicht ins Papier bzw. ins Glas eindringen kann, wie auf der Papiermalerei. Und deswegen ergeben sich Bilder wie hier, die sehr transparent aussehen. Förmlich meint man, die Organe des Menschen zu sehen. Diese Leuchtkraft bekäme man auf dem Papier nie hin. Und dadurch, dass sie von hinten belichtet werden, durch die weiße Unterlage, kommen die Farben extrem leuchtend raus. Und ich jetzt erziele die Effekte mit einer sehr monochromen Malerei, setze also sehr wenige Farben ein. Hier sieht man es ganz besonders deutlich. Hier sind nur die Ocker-Gelbtöne eingesetzt und die Tusche, aber dennoch ein sehr warmer Effekt erzielt worden. Also dieses Bild hat eine extreme 3D-Wirkung. Man hat den Eindruck, man steht mitten in der Landschaft. Und man sieht hier auch einen Engelkopf im Garten Gottes. Es gibt also wunderschöne Stellen im Garten Gottes. In meiner Malerei findet man keine durchgängigen Linien, die sind immer unterbrochen. So wie hier zum Beispiel der Körper, der zerfließt einfach nach außen. Und es ist auch kein Modelkörper, sondern es ist einfach ein Mensch mit allen seinen Schwächen und Ungenauigkeiten, die er hat. Also ein Körper so, wie er ist. Aber auch hier wirken wieder die Farben. Es sind ja nur praktisch zwei Farben eingesetzt, das Gelb und das Rot. Aber dennoch ein Bild, das zum genauer Hingucken anregt. Und immer wieder einfache Farben, wenige Farben, wie hier die Rottöne und Blau, Indigo, reicht schon aus, um wunderschöne Effekte zu erzielen. Und einfach durch die Art und Weise, wie die Farben aufgebracht werden, wirkt dieses Bild sehr, macht dieses Bild sehr neugierig. Das war jetzt so mein Weihnachtsmotiv für dieses Jahr, was ich auch auf meinen Weihnachtskarten verewigt habe. Morgenland, der Titel, gemalt auf Papier. Ist erstaunlich, wie in diesem Bild die Aquarellfarben sehr stark leuchtend zum Ausdruck kommen. Zu malen kommt nicht von ungefähr, sondern dazu gehört ein ganzes Stück Handwerk. Und das muss man eben einfach erlernen. Talent alleine bringt es auch nicht. Und da war für mich klar, dass ich mir eine entsprechende Bibliothek anschaffe. Das sind etwa 200 Bände zur Malerei, die ich auch alle gelesen, durchgearbeitet habe. Hier geht's zum Atelier. Man hat mich in den Keller verbannt, weil die Malerei doch erhebliche Schweinerei gelegt, wie schon gesagt. So muss ich mich also in die Unterwelt, muss ich mich zurückziehen zu den Kellerasseln. Ich habe hier mal so einige Materialien hingelegt, die ich so verwende. Wie hier zum Beispiel so eine Glasscheibe. Ne? Das ist jetzt mal so eine Glasscheibe, ne, die man entweder aus dem Bilderrahmen nehmen kann oder fertig kaufen, so wie ich das mache im Künstlergroßhandel. Und das hier sind so diese weißen Malplatten, die ich zum Belichten brauche. Da wird die Glasscheibe, die bemalt ist, die wird dann gedreht und auf die weiße Platte gelegt und dadurch kommen die Farben sehr leuchtend zum Ausdruck. Ich zeige es Ihnen mal an einem fertigen Bild, das ich gestern gemalt habe. Das sieht jetzt so aus. So ist es bemalt. Mit dem Glas sieht das nicht furchtbar aus. Das sieht furchtbar aus, da muss man nur ganz ehrlich sein. Es wird dann hier draufgelegt
Und dadurch entstehen dann wunderschöne Verläufe und ich lege das dann noch in so einem halbfeuchten Zustand drauf und dadurch quellen die Farben auch auseinander und kommen ganz leuchtend zum Ausdruck. Da könnte man noch Akzente setzen, mit Tusche zum Beispiel. Probieren wir einfach mal, legen wir es einfach mal drauf. Wird jetzt noch ein bisschen verlaufen, weil es noch nicht trocken ist, die Tusche, aber das schadet nicht. Das gibt auch wieder interessante Verläufe. Dieses Motiv Kreuzigung in kalten Farben gehalten, nur in Blauton mit Indigo-Akzenten gesetzt und mit ganz wenig Rot kennzeichnet den Körper ausreichend. Es ist auf Glas gemalt und es sind wunderschöne Verläufe entstanden. Dieses Bild habe ich gemalt für die Ausstellung bei Michael Scheid, Buchhandlung Rieping, Zwischen Himmel und Erde, ein religiöses Thema. Und da ist also diese Vorstellung entflammt für die Liebe Gottes. Und ich habe so das Gefühl gehabt, als wenn mich irgendeine Macht am Malen hindern will. Das sieht man also zum Beispiel hier. Hier sind, ohne dass ich das wollte, ist eine Teufelsfratze entstanden, die sich da irgendwo in den Bildhintergrund reingesetzt hat. Also ganz merkwürdig. Wenn ich irgendwo sitze und ich habe wenig Lust zum Zuhören, dann fange ich an zu zeichnen. Ja, oder wenn ich Instrumente malen will, recherchiere ich dann mal im Internet, wie sieht ein Cello aus. Soweit lege ich mir dann zurück, weil das ist ein interessanter Kopf. Und die Haltung. Ne? Und die Haltung. Ne? Und überhaupt, ne, so wie man den darstellen kann mit Hell-Dunkel-Kontrasten. Ne? Das ist dann auch wieder so eine Bildidee. Oder wenn ich Aufsicht habe in der Schule, dann fange ich an zu zeichnen und male einfach mal so, mal was runter, gebe einen Titel und versuche das irgendwann mal umzusetzen. Das habe ich so.